Notruf bei der Polizeidienststelle. Der 80-jährige Rudolf H. wurde seit Tagen nicht mehr gesehen. Nachbarn klagen über unerträglichen Gestank im Treppenhaus. Am Einsatzort bietet sich Polizeioberkommissar Andi und Partnerin Heike ein grausiger Anblick. Oh, sag mal, mach mal einen Durchruf. 1424 an Zentrale, bitte ein RTW. Polizeioberkommissar Andi fordert die Kollegen von der Ermittlung an, da er eine Gewalttat zunächst nicht ausschließen kann. Dann sichern die beiden Beamten in der Zwischenzeit den vermeintlichen Tatort. Die Spurensicherung am Tatort setzt höchste Professionalität voraus. Hier noch ein bisschen. Boah, ist das ekelhaft. Eine zuverlässige Befundaufnahme am Tatort ist die Basis für spätere Fahndungs- und Ermittlungserfolge. Die Beamten müssen die Vorgänge vor und während der Tat rekonstruieren. Vorstellungskraft und praktisches Denken kommen ihnen dabei zugute. Warte. Uli. Uli. Obwohl, warte mal, ne, jetzt ungelogen. Die Methoden, mit denen mikroskopisch kaum sichtbare Spuren ans Tageslicht befördert werden können, befinden sich auf höchstem technischen Niveau. Boah, nee, ne? Esse. Andi, bitte, echt. Ey. Scheiße. Riech mal bitte. Das ist der gar nicht. Das ist der Käse. Der ist das gar nicht. Das ist der. Scheiße, das ja, ist. Ja, hallo. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt, ne? Geht's Ihnen gut? Wir haben da einen Krankenwagen. Also Ihre Nachbarin hat angerufen, also Polizei sind. Wir sind Polizei. Die Beamten sind erleichtert, dass dieser Fall an Ort und Stelle abgeschlossen werden konnte. Da wollten wir mal nach dem Rechten sehen. Genau. Aber Sie sind nur eingeschlafen. Integration und Sicherheit unserer betagten Mitbürger ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jeder Einzelne beitragen muss. Tut Gott, ja.